Hallo, in dieses Video werden wir jetzt zu ein neues Thema in Access kommen und das Thema ist Beziehungen. Und ich fange mal an mit einem ganz einfachen Beispiel. Hier haben wir jetzt eine Tabelle von Formel 1 Teams, aus welchem Land diese Teams kommen, die Fahrer, die mit diesen Teams Weltmeister wurden und die Anzahl der Titel, der jeder Fahrer mit diesem Team gemacht hat oder erzielt hat. Und ich habe jetzt die Tabelle hier in Excel eingegeben und das ist so, in Excel gibt man solche Tabellen tagtäglich ein, ist kein Problem. Allerdings, wenn man jetzt die Daten in Access eingibt, habe ich ein großes Problem, nämlich man sieht hier, ich muss jedes Team x-mal eingeben. Ja, also diese Brabham-Team, der erste, musste ich dreimal eingeben, weil der hat drei Weltmeister. Und nicht nur den Teamname muss ich also wiederholt eingeben, sondern auch das Land. Und sollten noch mehr Details zu diesem Team kommen, dann müsste ich die auch so oft eingeben, wie ich jetzt hier Fahrer habe. Bei McLaren genau dasselbe, Lotus ist noch mehr Wiederholungen, weil in dem Fall sind es vier und so weiter. Und diese Wiederholungen will man eigentlich in Datenbanken vermeiden, weil es ist so die Regel in Datenbanken, dass jeder Datensatz oder beziehungsweise jedes Stück Information soll möglichst nur einmal eingegeben werden und nicht x-mal. So, und die Frage ist, wie kann man sowas machen? Wenn ich, und das ist mal der erste Tipp, den ich hier gebe, gerade für Leute, die jetzt neu zum Thema Datenbanken sind, und zwar, wenn man sowas sieht, so Wiederholungen, dann kann man sich so vorstellen, man macht sich eine Linie, eine Trennlinie hier zwischen den Daten. Also hier wiederholt sich ständig alles, aber hier nicht mehr. Ja? Man sieht, hier ist jeder Fahrer separat. Das heißt, da und da, das und das wiederholt sich ständig. Deswegen kann man hier so eine Art Linie sich vorstellen und alles, was links von der Linie ist, kommt in einer Tabelle und alles, was rechts dieser Linie ist, kommt in einer separaten Tabelle. Ja? Ich mache mal hier eine Linie. Also zum Beispiel so würde ich das. Ich mache es mal jetzt hier mit einer Rahmenlinie, dass man das so besser sieht. Ich schaue gerade, genau. So, das heißt, ich habe jetzt, so muss man sich das vorstellen. Diese Daten hier kommen in einer Tabelle, die heißt zum Beispiel Teams, und da wird jedes Team nur einmal eingegeben. Und hier kommen die Fahrer und deren WM-Titel in einer zweiten Tabelle, und da die Tabelle von mir aus kann Fahrer heißen. Und dann wird eine Beziehung zwischen beiden erzeugt. Und das ist jetzt, was wir in Access machen. Ja, wir werden jetzt die zwei Tabellen erstellen, einmal Teams, einmal Fahrer, und dann werden wir eine Beziehung zwischen diesen zwei Tabellen erstellen. Und dieses Thema Beziehung ist eigentlich eine der wichtigsten Grundlagen in Datenbanken, weil es gibt keine ernste oder professionelle Datenbank ohne Beziehungen. Und weil oft hat man Daten, die wie hier komplex sind. Und da werden wir dann uns mit dem Thema Beziehungen befassen und ich werde auch erklären, da gibt es eigentlich drei Typen von Beziehungen und das werden wir dann jetzt peu à peu dann sehen. So, hier habe ich jetzt meine Teams-Tabelle in Access. Ich habe hier eigentlich die Daten. Man sieht ja jedes Team. Wie jetzt hier, wenn man hier vergleicht, da ist die Excel-Tabelle. Wurde jedes Team x-mal wiederholt. Und hier in Access sieht man, jedes Team steht nur einmal da und das Land auch steht einmal da. Und man hat vorne eine Teamnummer. Wenn ich jetzt im Entwurf reingehe, sieht man, das ist also hier nichts Neues. Ich habe den Teamname als Text mit 50 Zeichen, das Land mit zwei Zeichen, weil ich weiß, in dem Fall gebe ich nur den zwei, also ein zweistelliges, den Zwei-Zeichen-Code für jedes Land. Und hier habe ich oben, das ist jetzt ein wichtiges Feld, ich habe für jedes Team eine Art Feld genommen. In dem Fall habe ich die Teamnummer und habe das als Typ Autowert. Und hier ist der wichtigste Punkt: dieses Feld muss einen Primärschlüssel haben. Okay, das ist sehr wichtig. Das ist auch ein Thema, das ich im letzten Video behandelt habe. Ich würde in jeder Tabelle, die ich in Access erstelle, würde ich als erstes Feld ein Feld erstellen, das einmaliger Inhalt hat, sei es eine Artikelnummer oder ein gewisser Code oder sowas, aber der muss für jeden Datensatz einmalig haben. Und dieses Feld hat dann auch den Primärschlüssel. So hat man in jeder Tabelle hat man dann ein Feld, mindestens ein Feld, das
einen einmaligen Inhalt hat für jeden Datensatz. Und dieses Feld hat einen Primärschlüssel. Und das werden wir dann sehen. Solche Felder sind sehr wichtig bei der Suche, aber auch für Beziehungen. Okay? Also das ist jetzt mal die Teamtabelle. Jetzt werde ich auch ähnlicherweise werde ich jetzt die Fahrertabelle erstellen. Ja, und wenn man sieht, hier ist, wie gesagt, jedes Team ist nur einmal eingetragen worden. Es ist kein Bedarf mehr, jedes Team x-mal zu wiederholen. Und hier ist es ganz einfach jetzt, wenn jetzt noch zusätzliche Felder hinzukommen sollen, wie, was weiß ich, Adresse, Telefonnummer, E-Mail und so weiter, kann man hier das hinzufügen. Man muss das dann nicht, wie hier in Excel, x-mal wiederholen für diese ganzen Zeilen. Ja, in Access gibt man alles einmal ein. Okay, jetzt habe ich die Team-Tabelle erstellt. Jetzt erstelle ich zusätzlich noch die Fahrertabelle. So, und jetzt habe ich hier die Fahrertabelle. Man sieht hier, jeder Fahrer ist auch nur einmal eingetragen. Und ähnlich wie die Teams-Tabelle, man hat hier eine Fahrernummer. Wenn man im Entwurf sieht, gehen wir kurz zum Entwurf. Fahrernummer ist auch wieder ein Autowert. In dem Fall auch mit Primärschlüssel, weil das ist das Einzige, was jeden Fahrer einmalig macht, seine Nummer. Weil ich meine, es gibt mehrere Fahrer, die denselben Namen tragen können. WM-Titel auch, ist nichts Einmaliges. Also von daher habe ich mir eine Fahrernummer gemacht mit Autowert. Das heißt, jeder neue Fahrer kriegt eine einmalige Nummer und dieses Feld hat dann einen Primärschlüssel. Und der Rest ist ja wie üblich, Fahrername ist Text mit 50 Zeichen maximal, weil ich schätze mal, Nachname von einem Fahrer wird nicht die 50 Zeichen überschreiten. Und Fahrer-WM-Titel habe ich als Zahl, Byte, weil hier auch Byte ist mehr als ausreichend. Erstens sind die WM-Titel Ganzzahlen, ja, man kann nicht einen halben Titel ergattern. Und zweitens, es wird kaum jemand sein, der mehr als 255 WM-Titel in sein Leben schaffen wird. Und von daher langt ist Byte mehr als ausreichend. Okay, jetzt habe ich ja meine beide Tabellen, Fahrer und Teams. Und jetzt wollen wir irgendwie die zwei verknüpfen. Jetzt, bevor wir die zwei verknüpfen, fehlt bei den Fahrern noch ein Feld. Und dieses Feld muss ja eigentlich den Fahrer zu den Teams verknüpfen. Weil, wie soll Access wissen, zu welchem Team gehört der? Oder zu welchem Team gehört der? Oder zu welchem Team gehört der Prost? Und deswegen muss man in den Fahrern ein zusätzliches Feld hinzufügen, das jeden Fahrer zu den Teams zuweist. Okay? Und das werde ich erstmal folgendermaßen machen. Ich gehe hier wieder im Entwurf und füge ein Feld, Team. Okay? Und jetzt ist hier extrem wichtig. Man muss sich überlegen, was macht jedes Team einmalig? Ja, hier sind wir in den Teams. Was macht jedes Team einmalig? Es ist nicht der Name, es ist nicht das Land, sondern das Feld, wo der Primärschlüssel ist. Okay? Und das Feld, wo der Primärschlüssel ist, ist ja hier die Teamnummer. Okay? Wenn man hier geht, dann sieht man, die Teamnummer ist das Feld mit den einmaligen Inhalt. Und dieses Feld, was von Typ ist das? Es ist stimmt, das ist Autowert, aber die Feldgröße, Autowert ist eigentlich eine Zahl, ist eigentlich nichts anderes als eine Zahl. Und was von der Größe ist das? Das ist von der Größe, hier sieht man Long Integer. Das heißt, wenn man jetzt eine Beziehung aufbauen will zwischen den zwei Tabellen, läuft die Beziehung von hier, von Teamnummer, zu das Feld Team. Und dieses Feld Team muss dann einen identischen Inhalt und Feldtyp haben wie das andere Feld Teamnummer. Okay? Das heißt, dieses Feld hier Team bei Fahrer muss dann quasi eine Zahl sein und Typ Long Integer. Jetzt sind beide gleich. Zahl Long Integer. Hier steht zwar Autowert, aber man muss nur überlegen, Autowert ist ein Typ von Zahl, nur Autowert zählt automatisch 1 hoch, jedes Mal, wenn man einen neuen Datensatz hinzufügt. Hier braucht man diese Autowertfunktion nicht, weil mehrere Fahrer sind im selben Team. Okay? Das heißt, jetzt gebe ich hier, in welches Team ist der Piquet? Der ist im Team. Ich gehe mal hier auf die Datenansicht. Der ist hier in Team 1. Das heißt, ich gebe nicht Brabham ein oder UK, sondern 1. Weil das ist das, was das Team einmalig macht. Hier auch Team 1. Hier ist Team 1. Das hier, der Prost, war bei McLaren. Gucken wir mal in Excel. In Excel, der Prost gehört zu McLaren. Ja,
Das heißt, wenn ich hier gehe, in welches ist McLaren? McLaren ist Nummer 2, also das heißt, Prost kriegt die 2, genauso Fittipaldi, Hunt und so weiter. Rindt ist dann bei Lotus. Was für die Nummer hat Lotus? Lotus ist 3, das heißt 3, 3, 3 und 3. Lauda ist bei Ferrari, das ist 4, das heißt 4, Surtees auch 4. Ascari auch 4, Hawthorn auch 4 und die letzten 3 sind bei Williams, das ist Team 5. So, jetzt haben wir jeden Fahrer zu jedes Team zugewiesen, allerdings, wir haben ihn zugewiesen durch das, was jedes Team einmalig macht. Ich habe hier nicht den Namen des Teams eingeschrieben, weil in dieser Tabelle ist nicht der Name des Teams mit dem Primärschlüssel versehen, sondern die Teamnummer. Und diese Teamnummer ist ein Feldautowert von Feldgröße Long Integra und daher muss bei Fahrern auch das Zuweisungsfeld von Typzahl Long Integra. Ich kann hier nicht einen Autowert eingeben, weil dann würde hier 1, 2, 3, 4, 5 stehen, aber hier muss ich ja mehrere Leute dieselbe Nummer geben, deswegen hier nimmt man Zahl. Ja, das ist, hier ist Autowert und hier gehen wir mit Wurf. Hier ist Zahl. Autowert und Zahl sind identisch. Eigentlich Autowert ist ja eigentlich eine Zahl, nur halt, es hat diese Funktion, dass es dann bei jedem Satz aufzählt. Okay? So. Jetzt haben wir die zwei Felder. Jetzt habe ich das Feld erstellt. Das heißt, jetzt weiß ich, zu welchem Team jeder Fahrer gehört. Und jetzt kommen wir zum Thema Beziehung. Jetzt wollen wir eine Beziehung zwischen diesen zwei Tabellen erzeugen. Und das ist dann, geht folgendermaßen. Wir gehen dann zu Datentools und da habe ich hier Beziehungen. Und da öffnet sich ein Fenster im Hintergrund und im Vordergrund fragt er mich jetzt, welche Tabelle will ich hinzufügen? Ja, ich will beide hinzufügen, deswegen Fahrer hinzufügen. Oder ich kann auch auf das, nehmen wir an, ich will jetzt noch Teams hinzufügen, kann auch auf das Doppelklicken, kriege ich es auch im Hintergrund. Ja, wenn ich das verschiebe, sieht man, ich habe jetzt beide Sachen da. Okay, gut, dann brauche ich das kleine Fenster im Vordergrund nicht mehr und ich habe hier meine zwei Tabellen. Jetzt, wie läuft die Beziehung? Die Beziehung läuft vom Teamnummer zu Team. Ja, weil wir haben hier extra bei Fahrer in Feld Team erzeugt, das jeden Fahrer zu den Teams zuweist. Okay, und dann, das heißt, ich klicke hier auf Teamnummer und ziehe es auf das Feld Team. Zack, erscheint das da. Und dann, ich erkläre alles, was später heißt. Wir klicken diese drei Kästle an. Und ich erkläre auch, was das heißt, 1 zu n. Und dann gehe ich auf Erstellen. Ah, okay. Ich habe jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar, die Tabellen muss ich erstmal schließen, bevor ich Beziehungen aufbauen kann. Und das machen wir folgendermaßen. Wir tun sie schließen, das ist wichtig. Schließen. Und die auch schließen. So, und jetzt müsste es eigentlich gehen. Wieder alle drei Kästle anklicken. Und erstellen. Und so habe ich jetzt eine Beziehung. Jetzt sieht man, dass hier die zwei Tabellen sind jetzt miteinander gekoppelt. Und zwar über die Teams. Über die Teamnummer und hier Team. Und in beiden Fällen steht immer derselbe Inhalt. Und auch der Inhalt ist vom selben Typ. Und auch von derselben Feldgröße. Okay, das ist sehr wichtig. So, und jetzt könnten wir mal einen Test machen. Wir erstellen mal eine Abfrage. Ja, erstellen mal eine neue Abfrage. Abfrageentwurf. Und wir fügen beides, Fahrer und Teams. Man sieht hier, sie haben die Beziehung drin. Und jetzt bauen wir unsere, das, was wir in Excel eingetippt haben, bauen wir hier in Access zusammen. Also ich habe Teamname, Teamland, Fahrername und Fahrer-WM-Titel. Okay? Und wenn ich jetzt auf diese Datenansicht gehe, sehe ich genau dasselbe Inhalt wie bei mir im Excel. Nur, jetzt wissen wir, dass hier wurde jedes Team nur einmal eingegeben, auch das Teamland wurde nur einmal eingegeben in der Tabelle Teams. Trotzdem wiederholt sich das, weil das ist der Effekt von der Beziehung. Die Beziehung zwischen den zwei Tabellen erzeugt dann diese Wiederholungen automatisch. Deswegen, wir müssen in Access jedes Team nur einmal eingeben. Die Beziehung stellt dann die Wiederholung dar, und zwar so oft, wie wir Fahrer pro Team haben. Ja? Das heißt, was wir in Excel hier
mühsam getippt haben, x-mal getippt haben, müssen wir in Access nicht machen. Wir tippen, wir geben jeden Datensatz nur einmal ein, jedes Team geben wir nur einmal ein und durch die Beziehung haben wir dann diese Wiederholungen gemacht. Jetzt im nächsten, jetzt haben wir unsere erste Beziehung erzeugt. Man sieht, es ist kein komplexer Prozess. Man muss auf gewisse Sachen achten. Jetzt im nächsten Video werde ich mal erklären, mehr Theorie zum Thema Beziehungen, auch die unterschiedlichen Typen von Beziehungen. Und dann versteht man auch, was im Hintergrund alles passiert.